So, liebe Leute, welcome back. Euer Van Bergen ist wieder am Mikrofon. Herzlich willkommen. Die nächste Folge von EU4 geht an den Start. Eine, wenn man möchte, es ist die Jubiläumsstaffel. Es wurde diesmal kein Achievement ausgesagt oder ausgesprochen zu Beginn des Spiels. Oder zu Beginn der Staffel habe ich ja nicht gesagt, dass ich irgendein Achievement verfolge. Es war mal so der Gedanke einer Welteroberung, ne? Aber, ja, das lief auch ganz gut. Das war auch alles nicht so verkehrt. Jetzt ist es ein chaotischer Spielstand bis zum Umfallen. Es sind 5000 Ecken. Ich wollte eigentlich was ganz anderes machen. Verfange mich aber... Jetzt hatten wir letzte Folge den Bürgerkrieg und dann haben wir jetzt festgestellt, dass wir den Thron von Österreich fordern können. Das haben wir gemacht. Wir werden jetzt versuchen... der ist 11 Jahre. Ich löse jetzt das Bündnis. Ich möchte jetzt keinen... Also, man muss es kurz erklären. Für diejenigen, die nicht wissen, wie die Mechanik ist. Wir haben die gleiche Dynastie an der Macht. Lancaster Jane, das ist die Kaiserin, ne? Oder das war die Ehepartnerin wahrscheinlich von dem König oder von dem Erzherzog. Ist ja niemand mehr ein Kaiser, Kaiserreich. Und die macht momentan Regentschaft für den Nachfolger, aber das ist ein Habsburger. Der ist 11 und hat einen schwachen Anspruch. Hat man die gleiche Dynastie, da können wir mal ganz kurz gucken. Und das Land, wenn wir die gleiche Dynastie haben, wie das andere Land, dann hier ist Lancaster, das ist alles Lancaster. So. Und das sind jetzt... Was ist das hier? Von Habsburg jetzt, ja. Nehmen wir jetzt einfach mal ein anderes Land. Nehmen wir mal an, Neapel wäre unabhängiges Land. Hätte die Lancaster-Dynastie und hat keinen Erben. Oder einen Erben mit schwachem Anspruch. So haben wir, wenn wir ein höheres Prestige haben als der Gegner, was der Spieler eigentlich meistens hat. Es sei denn, es gibt ein paar Häuser, die sind relativ prestigestark. Das sind alle Kolonialnationen eigentlich. Klar, ne, weil die immer zu kriegen durch die ganzen Kolonien. Hat man mehr Prestige, kann man den Thron fordern. Dann kann man das Bündnis auflösen. Man kann aber nur dann den Thron fordern, wenn man eine Staatsehe hat. Ne? Dann löst man das Bündnis auf, wartet die 5 Jahre Waffenstillstand ab, greift dann mit dem Kriegsgrund Personalunion einrichten, den Gegner an. Also sprich, wir forcieren eine PU jetzt. Bisher sind uns alle in die Hände gefallen. Der polnische Thron und auch der spanische oder kastilische Thron sind uns in die Hände gefallen. Den will ich jetzt forcieren, den Österreicher Thron. Weil das ist natürlich Bombe. Weil die Polen-PU können wir füttern mit russischem Land, die österreichische PU mit italienischem und deutschem Land. Und dann zum Schluss können wir das einfach mal lustig integrieren und gucken, was bei rauskommt. Es war jetzt nicht mehr so viel Zeit, aber lustig wird es trotzdem. Gucken wir mal. So, Thron ist beansprucht, das sehen wir hier. Dann Bündnis auflösen. Und jetzt müssen wir halt warten bis 57, das sind genau 5 Jahre, November 57. Sogar noch ein bisschen mehr, wenn wir jetzt den gelöst haben. Es ist September, Oktober, November, naja. 5 Jahre und 1 Monat. Und jetzt ist die große Hoffnung, wenn er an die Macht kommt mit 14, 15. Bis wann geht das? 56. Dann muss innerhalb, und er ist dann gerade noch jung, mit hoher Wahrscheinlichkeit gibt es keinen Nachfolger. Direkt. Sollte er jetzt an den Thron... Besser wäre, wenn er jetzt 8 Jahre wäre. Ich habe nicht aufgepasst. Wahrscheinlich ist der schon länger. Oder der Regentschaftsrat ist wahrscheinlich schon länger. Man hätte mal gucken können hier. Mm-mm. Sieht man nichts. So, wenn der an die Macht kommt, gibt es vielleicht noch keinen Thronfolger, ne? Keinen für ihn, wenn er an die Macht kommt. Wenn das der Fall ist, bleibt das bestehen. Frieden geht aus. Wir könnten jetzt auch den Krieg erklären, aber dann müssen wir halt die aggressive Expansion geht über die Decke oder durch die Decke. Und Stabilität haben wir uns gerade wieder ein bisschen befreit. Das heißt, wir müssen diese 5 Jahre jetzt einfach abwarten. Gut, das machen wir. 5 Jahre ist nicht viel. In diesen 5 Jahren haben wir Neapel integriert. Und können uns eigentlich schon mal so ein bisschen positionieren.
angreife. So, wo ist die andere Flotte? Achso, da wollte ich kurz gucken. Genau, lass mal laufen. Wir gucken mal. Die kommen bestimmt gleich zurück. 5 Jahre ist echt nicht viel in dem Spiel. Das geht dann doch schneller, als man will. Da können wir dann eigentlich auch... Perfekt. Da können wir dann eigentlich auch gucken, dass wir jetzt einfach die Kolonie ein bisschen weitermachen. Da fange ich jetzt nicht an, noch Kriege zu führen. Ne, Offensivkriege. Ja, die war... Die hatte ich ja noch übrig, die Jungs. Dann rüsten wir unsere Flotte mal ein bisschen auf. Das können wir alles jetzt machen. Schaffen 2 Armeen rüber nach Polen. Ne, und fallen dann zusammen mit Burgunder ein. Das könnte klappen. Es ist nur ein bisschen Glück brauchen wir noch. Dass eben, wenn er an die Macht kommt, 56 keinen Nachfolger hat direkt. Das ginge halt nur, wenn er einen Bruder hat oder so, ne, der genauso alt ist. Glaube ich aber nicht. So, dann gucken wir mal ganz kurz, was mit unserer Machtprojektion ist. Warum wir da so schwach aufgestellt sind. So, haben wir da ein Embargo drin? Ja, da müssen wir noch eins reinhauen. Und dem Russen haue ich gleich mal eine Beleidigung an den Kopf. Sehr schön. So viel Baustellen. Wie gesagt, in diesem Spiel, wenn man dann mal so Global Player ist, wenn man ein Imperium hat, kann man sich schon gar nicht mehr entscheiden, wohin man zuerst will. So, Kolonien, Leute, ist ganz wichtig. Ich muss die jetzt ein bisschen am Laufen halten. Das geht so schnell. Ja, das ist jetzt... Okay, das ist genügend. Das reicht. Das sind genügend. Wenn die fertig sind, können wir uns um die nächsten kümmern, ne? Die Kolonien sind alle verteilt. Sehr schön. Okay, das haben wir. Da, schon rum. Was ist passiert? Ja. Die Alte ist gestorben. Oh, schade. Schade, schade, schade. Jo, jetzt ist rum. Jetzt ist... Shitte. Das wäre jetzt richtig geil gewesen. Also der... Unsere Olle ist... Ja, das hätte sowieso nicht geklappt. Ist doch klar. Wenn der Nachfolger... Der Nachfolger bräuchte auch die gleiche Dynastie. Blödsinn. Blödsinn war das. Och, Mensch. Blödsinn. Ist ja klar, so geht das nicht. Ist ja, wenn er an die Macht gekommen wäre, wäre er sowieso vorbei gewesen. Ich hätte jetzt gleich ohne Rücksicht auf Verluste den Krieg erklären müssen. Ne? Also sprich mit Stabilitätseinbruch und Kriegsmüdigkeit. Aber das Problem ist gar nicht mehr der Stabilitätseinbruch und das. Das wäre nicht so schlimm gewesen. Das Problem, was ich da sehe, ist anderer Natur. Und zwar diese aggressive Expansion. Das sind, glaube ich, 97 oder so. Das ist ein bisschen viel. So, dann würde ich sagen, machen wir ein bisschen was in... Sollen wir ein bisschen was in... Europa machen? Jetzt muss ich mir ein neues Ziel suchen. Jetzt war ich echt so ein bisschen auf diese 5 Jahre... Aufbau festgesetzt. Schade. Schade, 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 schade. Das wäre jetzt richtig cool gewesen, auch mal einen Spielstand zu haben, ne? Eine PU einzufordern. So, aber das nichtsdestotrotz kümmern wir uns jetzt trotzdem um die Sachen, die wir sowieso machen wollten. Wir haben ein Bündnis zu wenig. Ja, 2 eigentlich, weil Neapel gleich integriert ist. Ich brauche echt ein bisschen was Neues hier. Jetzt habe ich das Bündnis mit Burgund auch nur deswegen ein, bin ich nur eingegangen. In der Hoffnung, dass wir... Österreich holen. Oh, Polen sieht super aus. Super gut. Müssen wir ein bisschen... Müssen wir dann füttern, ne? Mit Land. Verbündet mit Ostfriesland. Aber Polen braucht zu lange für seine Ansprüche. Guck mal. Ausgelegt haben wir es ja, aber die brauchen zu lang. Haben sie irgendwo schon Ansprüche? Ja, in Ungarn haben sie einen gemacht. Und hier in Russland. So, was ist mit dem Livonischen Orden? Mit Lüttich. Lüttich ist im Herzen Burgunds. Das ist nicht so cool. Gut.
Ich guck mal ganz kurz, was, wie es aussieht mit Freiheitsstreben. Kastilien 11%. Neapel 42, das ist gut. Da haben wir halt nie Land für Neapel gekriegt. Das ist halt ziemlich wertvoll, was die haben. Das ist gut. Polen 19, aber 46.000 Mann, das ist richtig hilfreich. 57.000. Richtig gut. Schade, bin ein bisschen enttäuscht gerade. Lass mal noch die. Ich lasse die Unruhen, jetzt lasse ich sie noch mal eine Weile drin, weil wir gerade so viele Probleme hatten. Ist doch wieder einer zu viel. Zu wenig. Ich will das hier fertig machen, ne? Weiß ich, warum der abberufen ist, warum der weg ist. So, okay. Schade, schade. Bin ein bisschen enttäuscht. So. Dann kümmern wir uns jetzt trotzdem um die Sachen, die wir sowieso machen wollten. Unser Schiff fährt. Wo ist es denn? Warte. Fahr mal hier hin. So. Vielleicht nehmen wir mal diese ganzen Koalitionsheinis raus. Wo haben die denn ihre Hauptstadt jetzt? Alles klar. Mit wem sind die verbündet? Frankfurt. Okay, haben wir da Ansprüche? Nee. Blöd. Also, wir machen es jetzt eins nach dem anderen. Burgund ist durch. Wir machen jetzt Aragon weg. Dann hören auch mal diese ganzen Koalitionsgeschichten auf. So. Dann holen wir uns mal eben schnell für Polen ein bisschen Land in Europa. Wir machen jetzt zwei, drei Kriege hier in Europa. Und dann kümmern wir uns wieder um Übersee. Ne? Ich habe jetzt, wie gesagt, keine andere Idee. Wir pumpen ein bisschen Polen. Die brauchen wir vielleicht nochmal für die Russen. So, Moment. Ja, wir müssen erst die... Guck mal, wir sind bei 18 Diplotech. Das ist halt durch die Integration so ewig. Das ist echt blöd. Ich habe noch keine Idee für einen Vasall, wo ich einen bräuchte. Muss ich echt sagen. Ich würde mir gern am Horn von Afrika einholen. Irgendwas Koptisches, ne? Das können wir dann sogar heiraten. Das ist ein starkes Polen, was wir hier haben, als PU. So, da bleiben wir mal. Das ist unser Bündnispartner. Ja, wisst ihr, was ich mache? Ich nehme Lüttich. Ich nehme Lüttich als, ich weiß nicht, wie teuer das wird, wenn ich sie vasalliere. Wahrscheinlich ziemlich teuer. Ich könnte aber Lüttich, könnte ich Holland füttern. Eine Idee wär's, ne? Das Problem ist jetzt bloß, dass sie als Juniorpartner in diesem Krieg drin sind. Das muss ich mir angucken. Ich wollte jetzt ein paar Kriege führen in Europa, aber es kann sein, dass nur einer bleibt. Dass es bei einem bleibt. Das ist nicht so schlecht. Das ist echt nicht schlecht. Der Kaiser kann sich eh nicht wehren. So, das haben wir schon. Ich guck mal kurz, ob... Ja, es ist noch so ein kleiner Tipp vielleicht, wenn man Bündnisse hat, Vasallen hat oder PUs und möchte die füttern, ist es ganz sinnvoll, das Land erst selber alles zu nehmen, also wenn's geht, ne? Dass man erstmal alles für sich selber nimmt und dann über diese Interaktionsgeschichte hier das verteilt. Und zwar hat jetzt Polen ein Freiheitsstreben von 16%. Wir haben ja noch keine Beziehung aufgebaut, müssen wir noch machen. Und, Staatsehr geht ja nicht. Aber, der 16% jetzt, wir gucken mal, wie das aussieht, wenn wir ihnen dann die Provinzen geben. Wenn man, jetzt könnte man das ja auch schon ändern hier, ne, über diese Geschichte hier, die Besetzung Polen geben. Aber das erhöht ihr Freiheitsstreben. Was irgendwie dumm gemacht ist, das ist... Es erleichtert in den Friedensverträgen gleich das Land zu verteilen. Gerade wenn man zwei Kriege parallel führt, ne, macht das manchmal Sinn, dass man das vielleicht so ein bisschen gleich wegkorn lässt von dem,
von der PU oder dem Vasallen. So. Dauert ein bisschen, ne? Was ist los? So, Neapel ist drin, das ist schon mal gut. Jetzt haben alle wieder erhöhtes Freiheitsstreben, ist klar, 24%. Nur ein bisschen aufpassen jetzt. Ich pack mal einen trotzdem in Polen rein. Eigentlich wollte ich es jetzt zeigen, aber mir ist jetzt wichtiger, dass wir hier die Beziehungen mal ein bisschen verbessern, dass jetzt uns das verloren geht, ne? So. Habe ich da eigentlich Loyalisten unterstützen drin? Bei den Kastilen? Nö. Könnte man auch noch machen, wenn es ein bisschen problematisch wird, ne? So. Ja, wir haben zu wenig Kanonen drauf, ne? Wie viel bräuchten wir? 15. Für den maximalen Bonus. Ich guck mal, ob ich sie vasallieren kann. Wir haben Tabak wieder. Wie gesagt, das würde ich auch ganz gerne angehen. Aber es sind so viele Baustellen, die wir haben. Das ist echt zum Mäusemelken. Aber dann machen wir jetzt den Krieg und dann vielleicht noch die Jungs. Ich guck mal, wie teuer das wird. Aber Lüttich als Vasall ist nicht so schlecht. Ne, die können dann holländisches Land bekommen später. Dann haben wir auch aus dem Reich was. Das ist eigentlich perfekt. Ui. Was ist denn bei den Spaniern los? Alles klar bei euch? Wo stehen denn die restlichen von euren Jungs? Stehen die immer noch da drüben in Afrika? Hundertprozentig. Ah, ja, da stehen die. Das ist ein Haufen. Mal stehen die ewig in Irland, dann stehen die da. Können wir da helfen? Nee. Ach, oh, das sind nur Bauern, mein Gott. Kommt doch schon mit klar, ne? Früher bin ich den Dinger auch hinterhergelaufen, den Rebellen. Wie so ein Blöder. Kommt immer drauf an, was für welche es sind. Thron und Adelige sind ein bisschen problematisch. Für PUs, ne? Ich drück gleich durch hier, obwohl wir gerade Defizit haben. Oh, wir können schon. Ja, wir müssen nur ein bisschen sparen. Nee. Wow. Wir müssen Kredite aufnehmen, Leute. Kriegen wir schon weg, keine Sorge. Ist nur Geld. Als Großmacht kein Problem. Oder zumindest als... Ja, das hätte ich mir sparen können jetzt. Aber noch 55%, noch zu viel Zeit. Also Admin kriege ich einmal. Ja, ich will es halt nicht da reinsetzen. Naja, aber das ist nicht schlecht. Beziehungsverbessern plus 30%. Was kosten Ideen? Komm, nimm was mit. Komm. Drücken was durch. Halb so wild. Und Militär. Habe ich jetzt nicht. Es ist nicht die beste Variante jetzt. Das kann man besser strukturieren, aber jetzt ist es ein bisschen pragmatisch. Weil ich jetzt auch gerade keine brauche. Keine Admin-Punkte, ne? So. Alles klar. Hier wäre nicht schlecht, wenn da ein Zweier drin wäre. Gibt's aber keinen guten. Okay, jetzt kommt die große Frage. Was ist, wenn wir sie vasallieren? Scheiße, hab's gewusst, Mann, das ist so nervig. Fuck. Schade. 50, ja, jetzt sagt der eine oder andere, sagt jetzt, oh, 50. Die droppen im nächsten Monat schon runter. 50 aber auch nur deswegen, weil wir die. Ja, scheiße! Wo kriege ich jetzt, wenn ich das jetzt hätte? Wenn ich das schon hätte, die Auswirkung aggressiver Expansion, ey, fuck. Dann wäre das hier super durchgegangen. Fuck. Sollen wir es dann nochmal machen? Ich weiß jetzt nicht, ob es sich lohnt, nochmal ranzugehen. Ist aber alles easy hier, Leute. Das ist alles einfach zu besiegen. Das Reich ist komplett zerfallen, da ist nichts mehr. Aber die PU nicht. Die PU wäre mir jetzt zu heiß, muss ich echt sagen.
Das sind zu viele. Das wäre jetzt zu schade, denn noch irgendwas abzugeben. Fuck. Kann ich den Krieg so lange laufen lassen, bis ich 380 hab? 380 brauche ich, ne? 360. Habe ich auch schon eingefordert. Ne, habe ich nicht. Doch, habe ich irgendwann schon gemacht. Wann? 71. Oh, fuck. Wie lange das dauert? Das dauert zu lang, glaube ich. Pushen kann ich auch nicht. 1660 erst. Ah, drauf geschissen. Ja, das ist mir zu viel. Das ist einfach zu viel. Oder wir machen es... Ich weiß nicht, ob es dann im... Wir könnten es jetzt machen. Im Januar droppt das meistens. Aber ich glaube, das droppt dann immer das Jahr drauf erst. Also... Es würde dann Oktober 56 erst droppen. Und wenn die alle gerade im Krieg sind, könnte man vielleicht sich irgendwie da durchhuschen durch diese Geschichte. Ich finde es persönlich jetzt... ich würde es probieren, wenn ich jetzt nicht im Let's Play wäre, würde ich es probieren. Einfach, dann würde ich einfach ein Safe Game nehmen, einfach einen alternativen Spielstand. Also sprich diesen Backup-Spielstand, ne? Im Iron Man-Modus kann man ja nehmen. Dann würde ich es zumindest probieren. Aber ich lasse es. Ich mache es nicht. Ich mache es nicht. Wäre halt schön, wenn ich hier irgendwas rauslassen könnte. Wenn ich nur eine Provinz rauslassen könnte. Dann wäre es einfacher. Scheiße. Weil meine Diplo-Reputation auch so beschissen ist. Gerade durch die Integration. Das ist genau das Problem. Wir haben nur plus 1. Wir hätten plus 4. Dann wäre das auch wieder ein bisschen besser. Schade. Knapp verfehlt. War eine gute Chance eigentlich. Aber Leute, seid mir nicht böse, das ist mir zu heftig. Das sind an so viel, das ist erstmal ganz Europa, Mitteleuropa. Plus halt eben, guck mal, die 20% aus der Idee, ne, wenn wir die hätten. 97, 380. Ich kriege jeden Monat nur 8. Ach scheiße, jetzt ist egal. Man ist sich selber auch nicht immer stimmig. Wir könnten es nochmal probieren. Dafür müsste halt Litauen übrig bleiben, wird es aber nicht. Wenn wir das jetzt hier oben nicht nehmen, nimmst du Russe. Ne? Deswegen machen wir das so. Ich nehme beides. Und gebe es jetzt über dem Menü. Guck mal doch mal, Polen hat jetzt 22. Doppert. Ja, 19. Das ist ganz hilfreich. Muss man nur gucken, wie viel man nimmt, ne? Wie viel waren sie jetzt im Schluss? 13. So. Gefällt mir trotzdem nicht. Finde ich ein bisschen schade. Wäre echt eine gute Chance, ne? Hätten wir die Idee jetzt schon durchgedrückt, hätten wir nicht Neapel integriert, hätte, Fahrradkette. Naja, so ist es halt. Jetzt gucken wir mal. Sobald wir... Jetzt können wir noch den... Denn dafür können wir jetzt aber den zweiten Krieg noch machen. Gegen Neapel. Den machen wir jetzt gleich hinterher, ne? Wer kommt da? Venedig. So, wir haben noch zwei Beziehungen übrig. Ja, ich bräuchte eigentlich einen Vasall. Ich habe aber keine Idee. Wen... Albanien. Make Albania great again? Nö. Das nehmen wir uns auch noch gleich. Habe ich jetzt Anspruch fingiert hier? Ja. Oh Mann, ey, das ist. Hier sind ja auch noch Leute. Wo kommen die denn noch her? Wo haben wir denn die gehabt? What? Und was ist das? Das ist ein Schiff mit... Hä? Wo kommt die denn her? Die habe ich ja ganz vergessen. Was sagen die denn eigentlich so zu der Gesamtsituation? Ich sehe hier auch nirgendwo einen. Wisst ihr, wen wir freilassen könnten? Wir könnten Genua freilassen. Und dann genuesisches Land zurückholen hier in Mittelitalien.
Ist aber auch nur dann interessant, wenn wir jetzt hier in Europa weiterspielen wollen. Wir wollten aber das Imperium weiter ausbauen. Deswegen tue ich mich jetzt gerade ein bisschen schwer. Wir machen noch ein bisschen Alarm hier. Also einen zweiten Vasallen brauche ich jetzt. Ich lasse jetzt Genua frei, Leute. Habe ich das gecored? Nee. So. Komm nicht drum herum. So, da haben wir einen. Sehr schön. Wir gucken mal ganz kurz, was Toskana sagt. Wenn wir das Land zurückfordern. Fast Luca haben sie, jawohl. So schnell kommt man günstig an Land. Alles klar. Sehr schön, sehr schön. Make everything great again. So, aber Albanien nicht. Das Albanien ist mir jetzt schon ein bisschen zu albern. Das braucht keiner. So, also jetzt... Ich meine jetzt als Vasall. Na gut, wisst ihr, welcher Vasall hier unten gut wäre? Bulgarien. Byzanz gibt's nicht mehr, nee. Bulgarien wäre super hier, aber da haben wir zu wenig Land. Okay. Was ist los, Jungs? Warum rastet ihr alle aus? So. Ich habe noch die Hoffnung, dass die da noch ein bisschen mit Kriege anfangen. Da drüben, ne? In Übersee. Wir machen jetzt mal kurz diese Baustellen hier in Europa fertig, ja? Wenn ihr nichts dagegen habt in der Folge. Und dann kümmern wir uns um die anderen Sachen. Also so, wir nehmen jetzt mal so ein bisschen Fitzelarbeit hier. Wir nehmen mal so die ganzen kleinen Ecken hier raus. Die alle hier so übrig sind. Ach, das sind ja noch... Die sind ja gerade hergefahren. Und dann räume ich auch mal wieder ein bisschen auf, ne? Ich denke mal, dem einen oder anderen geht's da wie mir. Es wirkt ein bisschen chaotisch. Es sind einfach zu viele Ecken, zu viele Baustellen. Nichts wird wirklich souverän zu Ende gebracht. Es ist halt... Zum einen ist es das Schöne als Empire, du kannst halt überall Krieg führen und überall mitspielen. Wie sieht es mit Inflation eigentlich aus? 8. Sag mal, wo kriege ich denn Inflationsreduktion jetzt her? Außer über den Berater. Ist doch ein bisschen scheiße. Haben wir da keine Ideen? Gibt es da nicht was von Ratiofarm? Nee, schade. Wäre halt super, ne? So. Das gebe ich Kastilien, das können die wegcoren und Malta core ich selber weg. Wisst ihr, was wir machen? Wie viel habe ich denn noch? Ah, wir könnten hier auch was freilassen, glaube ich, in Malta. Die Ritter? Nee. Doch, wir können die Ritter freilassen. Nee, die Ritter sind... Weiß ich nicht. Und wir könnten mit... Die könnten die Ritter dann Klempen füttern. Dass wir nicht alles selber coren müssen, ne? Dass wir so ein bisschen Unterstützung haben. Äthiopien finde ich geil. Äthiopien, muss ich sagen, finde ich echt geil, wie die abgehen. Wir brauchen auch noch Medina, sonst kriegen wir den Typi gar nicht. Wie gesagt, ne, wir räumen mal die Baustellen auf, die wir haben. Mamelukenreich, interessiert ja keinen. Jemen, Unabhängigkeit garantiert von Oman. Hasa und Hedjas, ja, da können wir richtig Gas geben mit den Jungs. Wir sitzen hier überall in jeder gottverdammten Baustelle. Hier auch, da ist Baustelle, da Baustelle. Hier hinten. Ming könnte halt mal zusammenbrechen, sieht aber nicht so aus. Die expandieren wohl eher noch. Die schrauben sich hier durcherkannt. Finde nur, dass sie Korea einnehmen. Und dann kriegst du gar nicht mehr aufgehalten. Interessant auf jeden Fall. So. Da ist halt nochmal ein richtiger Gegner. Eigentlich sind alle noch große Gegner, aber wir machen mal weiter. So, wir haben alles eingenommen. Malta core ich selber. Oh! Ah! Ja, supi! Ich glaube, das brauche ich gar nicht nehmen. Das nimmt sich von alleine, oder? Das checke ich mal ganz kurz aus. Ich nehme mal die letzten beiden Provinzen, die sie haben in...
Europa. Das weiß ich nämlich jetzt gar nicht, wie das läuft. Dirkweg. Da ist noch eine. Powhatan. Chesapeake ist teurer als Alicante. Alicante und Malta? Aber von was leben die dann? Wie leben die dann weiter? Wo haben die denn noch was? Irgendwo müssen sie ja noch was haben. Es ist alles ausgegraut und ich habe gesagt, sie sollen mir das zugestehen. Hä? Und wenn ich alles nehme... Warte, ich guck mal ganz kurz. 21 und wenn ich alles nehme... Geht's? Was ein Quatsch. Naja. Das war's mit Aragon. Nicht mehr vorhanden, oder? Da. Ach, wenn ich auf Aragon klicke... Wir gucken mal einen Monat, die da rausfliegen. Ja, okay, sind raus. So, interessant. Jetzt geben wir Kastilien da unten, Alicante. Nö, das können die hier wegkornen. Alicante war das, genau. Bitte. Dauert das mal, das Integrieren dauert länger, aber das regeln wir anders mit dem Integrieren von den anderen. Dann nehmen wir das hier mit, ne? Die Vasallen-Integrationsgesetz, 20% nehmen wir nochmal mit. Da schrauben wir dann kurz vorher ordentlich unsere Diplo-Punkte hoch, vielleicht sogar auf 1000. Und dann integrieren wir die auf einen Schlag, würde ich sagen, alle gleichzeitig. Wir müssen halt nur gucken, dass wir Diplo-Rep hochdrücken und Diplo-Punkte, ne, die Machtpunkte nach oben bringen. Weil das wird teuer dann. Aber dann kriegen wir die auf einen Schlag alle weg integriert. Das machen wir dann später. Jetzt ist es gar nicht so schlecht, dass die noch mitmachen. 50.000 da, 30.000 fast da in Polen. Ist nicht so schlecht. Ja, gerade auch in Europa, wenn wir noch ein bisschen Kriege führen. Ist das ganz hilfreich. So, das haben wir. Warum kriege ich hier das nicht durch? Gegenspionage? 58%. Ja. Okay, das können wir irgendwie knicken hier mit Albanien. Das dauert mir zu lang. Ich habe keinen anderen Kriegsgrund. So, Moment, lass mal kurz gucken. Das ist von Nassau besetzt, hat Frankreich noch Freunde. Elsass, Aachen, Sachsen, Friesland. So. Wie sieht es denn eigentlich allgemein mit unserer aggressiven Expansion hier aus? Das geht noch, 19 geht noch. Also ein, zwei Provinzen kann ich noch nehmen. Portugal, das hebe ich mir auf. Mit Lemken, das wird nochmal richtig spaßig. Aber auch gut machbar für uns. Wir versuchen, die mal rüber zu schrauben. Okay, wir versuchen jetzt mal Frankreich noch zu machen. Und Savoyen haue ich immer mal eine Warnung rein. Hab keinen Berater wieder. Ach, weil ich Polen gerade verbessere. Und da haben wir schon die Diplo-Ideen haben wir ja gar nicht mitgenommen. Wir haben ja die Einflussideen. Die sollen mal ruhig bleiben. Hier Burgund als unser Verbündeter auch. Mal ruhig bleiben hier, ja. Füße stillhalten. So, und den Rest holen wir alle mal ab. Wir müssen hier ein bisschen aufräumen. So, was ist mit dem? Was ist das denn hier? Das sind drei Großschiffe. Warum stehen die hier rum? Hat das irgendeinen Wert? By the way, da müssen wir auch noch ein bisschen anschaffen. So. Ich weiß, ich führe jetzt nur einen Europakrieg, wobei wollten wir noch viel mehr ausbauen, auch was Handel angeht. Wir wollten in Indien weitermachen. Wie willst du das machen parallel? Ne? Das ist, ich finde halt ein paar Baustellen hier ganz wichtig. Und wisst ihr, warum Frankreich? Das erhöht nämlich unseren Handelseinfluss. Es gibt auch einen Händler dann in Mittelamerika. So, wo bin ich denn noch? Wo fehlt es mir denn noch? Ach so. Ja, ich wollte hier... Ich wollte den Golf von Aden machen. Stimmt. Haben wir noch Anspruch da? Ja. Machen wir danach, okay? Wie lange haben...
Ach, Äthiopien ist das ja. Bündet mit Kaffa. Das wird nicht einfach. Gut, hier brauche ich nicht verteidigen, da kommen die eh nicht lang. Stört mich auch nicht, wenn sie da was einnehmen. Das heißt, hier und hier. Kaffa. Nee, nur hier bin ich. Hier muss ich mit meiner Flotte rein. Das wird interessant jetzt. Und dann laufen die da runter, ne? Kaffa läuft hier runter wahrscheinlich in dem Tier ein. Die kommen da gar nicht durch ihre Dinge durch. So, ganz kurz gucken, was die... Das ist so gut wie fertig. So, dann haben wir auch Australien, ne? Das ist durch. Wisst ihr, was mir noch fehlt? Kalifornien. Aber da sitzt halt der Portugiese drin. Aber wisst ihr, das ist nicht schlecht beim Übertragen. Ne, da kommen wir gar nicht mal ran. Das ist schon Alaska. Wäre doch nicht schlecht, wenn wir hier mal das zusammenhängend bringen, oder? Wisst ihr, was uns fehlt? Der Vertrag von Tordesillas. Als katholische Länder ist das echt Bombe. Also wie man als Katholik, wie schnell man da die Kolonien hochschiebt, ne? Also hier in Nord- und Südamerika ist Wahnsinn. Nicht zu vergleichen, da kannst du noch so viel rumalbern. Wo ist die? Wo ist die Flotte? Moment. Da, was ist... Komm. Was soll das da hinten? So, ich teile die beiden mal ganz kurz auf. Zack, zack. So. Und eine Armee ist hier noch irgendwo. 33. Ach, da. Sieht ja... Also drei Armeen haben wir jetzt. Ist auch in Ordnung. Das passt auch ganz gut zu unserer Mannstärke. Aber... ich glaube, optimal sind die nicht aufgestellt, ne? Jetzt hätten wir Österreich angreifen können. Na, jetzt haben die Habs, den Habsburger Thron. Das ist shit. Das ist schade. Wäre echt geil gewesen, aber haben wir nicht hingekriegt. Gut, Leute. Als nächstes Frankreich. Wenn ich Frankreich durch habe, geht vielleicht noch Albanien. Ich habe halt den... Hatte ich nicht Neapel sogar Anspruch figieren lassen? Ich glaube doch. Mir ist es so. Ich weiß nicht, was ich hiermit soll. Es hat jetzt strategisch gesehen... Null Wert. Aber es liegt halt, wie gesagt, es ist halt Land, das wir haben und nicht der Osmanen, ne? So muss man sehen. So muss man sehen. Und ein anderer geht da nicht ran. Der Ungarn geht da nicht ran. Ragusa geht da nicht ran, glaube ich zumindest nicht. Venedig würde vielleicht, wenn sie könnten. Besser als nix. Aber gut, wir lassen das. Wir machen in der nächsten Folge Frankreich. Dann kriegen wir, das ist wichtig jetzt, dann kriegen wir Nordamerika. Und die französischen Kolonien, hier, überall, wo die drin sitzen, hier sitzen sie ja auch schon. So, das machen wir. Ich muss mal ganz kurz einen Plan aufstellen. Mal eine Strategie jetzt. Dann haben wir das. Ich hoffe, dass die Polen... Ja, wir machen jetzt nichts in Europa dann. Doch Frankreich, habe ich gesagt. In Albanien. Und dann geht's mit großer Mannstärke. Entweder gehen wir nach Indien. Oder wir gehen nach Indonesien. Eins von beiden. Wir können auch noch einen Zwischenstopp in Afrika einlegen. Aber nicht Nord. Nee, Nordwestafrika nicht. Nordostafrika nicht. West, natürlich West. Was ist denn los? Der Kopf ist hohl. Dann machen wir lieber... Hier muss auch noch zugemacht werden. Das will ich auch noch haben. Mal kurz gucken. Ja, so, das wäre schlimm. Ja. Arabien. Genau. Arabien ist der Plan. Frankreich, Albanien, Arabien, von mir aus dann Indonesien, Indien, ne, so bauen wir das auf. Und Nord- und Südamerika, da kriegen wir viel einfach durch Übernahme, ne, indem wir einfach das abgeben oder übernehmen. Und dann, wenn wir jetzt Geld haben, wenn ein bisschen Geld reinkommt, fange ich mal an, das können wir schon nochmal reinpushen, die Haupthandelshäfen unserer Kolonien mal zu supporten. So, das ist schon mal ganz, wir haben ja uns extra die Haupthandelshäfen geholt. Dann sollten wir die auch entsprechend pushen. Das ist wichtig. Kolumbien haben wir.
Ist hier noch einer? Da müssen wir übernehmen von Portugal. Wie sieht's denn hier aus? Da ist einer. 6. Sieht man immer, ne, an den hohen Werten. Das ist echt hilfreich. Das gibt uns die Möglichkeit. Ist aber nicht so viel. 3. Habe ich das autonom geschalten? Ich glaube bald, ne? Da kann man auch ruhig Geld ausgeben für seine Kolonien. Wenn man nicht gerade alles hat, ne? Wenn man alles besitzt, ist das nicht so tragisch. Hier ist schon. Oh. Da bauen wir dann die großen rein, wa? Das gleiche gilt auch fürs Kap. Na gut, da haben wir fast alles. Fehlt eine Provinz. Da ist sonst keiner dran. Außer Portugal, wie immer. So, Frankreich, auch die ganzen Inseln hier, ne? So, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao.